SGEforever.de präsentiert den FPS Fan Talk. Herzlich willkommen zum heutigen Fan Talk vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg. Wir haben heute das letzte Spiel des fünften Spieltags, nämlich um 17.30 Uhr. Genug Zeit und Grund, nochmal über das Spiel auch zu sprechen, was uns erwarten wird und wie auch die letzten Spiele gelaufen sind. Deswegen erstmal ein Gute an unsere beiden Eintracht-Fans, den Subin und Jörg. Ja, grüß dich. Gute. Und auch noch ein Gute an unseren SGE-Feuerwehr-Redakteur Nico. Gute. Und Nico, dann steigen wir nämlich auch direkt schon ein mit der ersten These, die hat es ein bisschen in sich. Das zentrale Mittelfeld galt vor der Saison als Prunkstück. Bisher ist es ein Sorgenkind. Skiri scheint noch nicht genug integriert, Rode nicht komplett fit und Ebimbe muss auf dem Flügel aushelfen. Die SGE muss sich hier verbessern oder mit Transfers nachhelfen. Muss ich tatsächlich sagen, sehe ich gar nicht so. Ich finde, dass das Mittelfeld im Moment etwas ist, wo ich wenig Handlungsbedarf sehe. Wir haben klar mit Rode einen, der sich oft verletzt, einen verletzungsanfälligen Spieler. Wir haben aber auch noch einen Jakic in der Hinterhand, der auch im Moment noch angeschlagen ist, jetzt aber die nächste Woche wieder ins Training vielleicht zurückkehren sollte, wie Topmöller meinte. Wir haben mit Larsson da jemanden verpflichtet, der für mich auch schon Stammspielerpotenzial hat. Mit den Leistungen, die er gezeigt hat, auf jeden Fall ein solider Spieler, den man ohne Probleme, ohne Sorgen aufstellen kann. Und Skiri ist für mich super integriert. Skiri ist für mich genau das, was du von ihm erwartet hast. Ein spielstarker Sechser, der die vor der Verteidigung einfach nochmal aufräumt und auch mal einen Fuß reinhält, wenn es sein muss. Also ich glaube, wir haben im Moment andere Baustellen als das Mittelfeld, vor allem, weil Topmöller auch mit zwei Zehnern spielen lässt. Und wir so im zentralen Mittelfeld oder im defensiven Mittelfeld gar nicht so viele Optionen brauchen. Subin, ist es für dich genauso, dass du auch sagst, eigentlich ist es momentan positiv? Also ich sehe es ähnlich wie der Jörg offen gesagt. Wenn ich abgesehen davon, dass Skiri ein sehr großes Potenzial hat, habe ich mir auch mal so ein bisschen die Bank angeschaut, was da für Spieler sind. Von Larsson, der wird ein ganz großer, da bin ich mir sehr sicher. Und er braucht vielleicht ein bisschen Zeit, aber er trifft auch schon viele gute Entscheidungen. Vielleicht fehlt es auch ein bisschen Erfahrung, aber die kommt natürlich. Und dann, wir haben auch Spieler wie Aronson auf der Bank, die sehr großes Potenzial haben. Und abgesehen davon, was ich mir wirklich überlegt hatte, das ist meines Erachtens etwas, wo ich mir genauso wie der Jörg am wenigsten Sorgen mache, weil dort durchaus Potenzial besteht. Es ist jetzt vielleicht noch dem Anfang der Saison geschuldet, dass man noch nicht so eingespielt ist. Das ist eine Sache, die mich auch allgemein stört, dass wir noch ein bisschen im Testspielmodus sind insgesamt. Ansonsten mache ich mir dort ebenso wie der Jörg am wenigsten Sorgen. Du meintest wegen Nico, aber gar kein Problem. Jörg, dann sind wir mal gespannt, wie du es denn siehst. Ist es für dich auch noch der Testspielmodus und darf dieser Testspielmodus überhaupt noch sein? Ja, Testspielmodus ist ja ein schwieriges Wort, denke ich erstmal. Ich glaube, wir sind in der Saison, das sind alles Profis und die geben auch Gas. Und ich glaube, das Mittelfeld, was wir haben, das haben alle vorher schon gesagt, hat enormes Potenzial. Also wir haben da super Spieler drauf, auch wie Nico sagte, Jakic ist noch in der Hinterhand und der Larsson macht eine gute Figur. Meines Erachtens fehlt so ein bisschen an der Stabilität im Mittelfeld, an das Zusammenspiel, das ist hier und da noch schwierig. Das zeigen auch die vielen, vielen Fehlpässe, die wir da haben. Und das macht es halt insgesamt unruhig im Spiel, diese Fehlpässe. Also es braucht Einspielphase und Einspielzeit. Wir müssen der Eintracht ein bisschen Zeit geben. Und der Trainer müsste vielleicht nicht ganz so auf die Tube drücken. Hatte mir auch schon so ein bisschen überlegt, ob man, gerade um diese Probleme, die schon existieren, schnell zu lösen, ob man da mal wieder einen Hasebe einsetzen kann. Wir hatten ihn jetzt davor natürlich in der Dreierkette in der Abwehr in der Regel. Aber mir ist aufgefallen, gerade weil es auch sehr jung ist, wenn man jetzt Aronson und Larsson sieht, die öfters zum Einsatz kommen, ob es da nicht Sinn macht, jemanden mit viel Erfahrungswissen mal zumindest ansatzweise ranzulassen. Das muss nicht das ganze Spiel sein. Aber ansonsten, wenn ich es richtig höre, herrscht hier schon auch ein Konsens. Hasebe würde ja eher dann auf der Skiri-Position seinen Platz finden. Ich glaube nicht, dass er Skiri auf die Bank setzen wird, weil der einfach zu wichtig im Moment ist. Und für die anderen Positionen hat Hasebe einfach, müssen wir ehrlich sein, nicht mehr das Laufpotenzial. Der ist der klassische Libero, der hinten aufräumt oder halt vor der Abwehr steht und sich nicht mit nach vorne bewegt. Und Skiri ist im Moment schon dafür da, zwischen den 16ern sich zu bewegen und auch da zu sein, wenn der Ball irgendwo hinkommt. Und im Testspielmodus sehe ich uns ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube einfach, dass wir Zeit brauchen.
Ich glaube, wir brauchen Zeit, uns mit dem neuen Trainer einzustimmen. Wir hatten jetzt noch die Länderspielpause dazwischen. Wir hatten nur 3 Wochen Vorbereitung, bis das Team dann komplett zusammengestellt war, aber auch erst nach dem Mainz-Spiel. Also wir hatten noch gar nicht so viele Pflichtspiele und wir sind immer noch ungeschlagen. Und wenn wir dann so durch so eine Phase gehen, dann finde ich das auch mal in Ordnung, wenn dann halt mal 2-1-1 rumkommen, anstatt die 3-0 super Fußball, der Superfußball, ja. Ja, Nico, da kann ich bei vielen Dingen mitgehen, aber wir haben bis jetzt, und da müssen wir ehrlich sein, auch nicht die schwersten Gegner gehabt, ne? Und Das ist natürlich richtig. bei diesen Konterchancen, die wir durch diese Fehlpässe und dem unruhigen Spiel manchmal zulassen, da wäre es bei qualitativ höherwertigen Mannschaften hier und da schon eng geworden, sage ich mal vorsichtig. Ja, so wie der Jörg sagte eben gerade richtig, weil wir haben die 3 Punkten oder gegen die 3 Mannschaften, die auf Platz 16, 17, 18 stehen, jeweils nur einen Punkt geholt. Und das sind auch die einzigen Punkte, die diese 3 Mannschaften bislang geholt haben. Wir wollen jetzt noch nicht zu sehr eben auf den Trainer oder auf die Spieltaktik eingehen, dazu kommen wir gleich noch. Aber könnte das vielleicht dann doch am Mittelfeld liegen, weil die Ideen aus dem Mittelfeld heraus fehlen? Nico hat gesagt, naja, man muss sich noch finden, aber das ist ja das eigentlich indirekt, was du mit Testspielmodus gesagt hast. Es heißt immer so gerne bei sehr vielen Mannschaften Anfang der Saison, die müssen sich alle finden. Aber irgendwelche sind ja dann doch, die sind ja doch am Gewinnen, die irgendwie sich nicht finden müssen. Ich will jetzt gar nicht so viel reden. Subin, hake da einfach mal ein. Also, du hast mich jetzt direkt angesprochen. Ich Ja. hake da, versuche da mal einzuhaken. Als ich mir die Spieltagansetzung angeschaut habe, vor Beginn der Saison, habe ich erstmal gejubelt natürlich. Und jetzt im Nachhinein, da würde ich auch dem Jörg durchaus zustimmen. Man kann eigentlich, ich bin gar nicht so unzufrieden, wie ich dachte. Jörg hat es zu Recht gesagt, wir haben einfach noch nicht verloren insgesamt. Und es wird immer gesagt, ja, jetzt haben wir gegen die Mannschaften unten gespielt. Das waren die Mannschaften, gegen die uns klassisch schwer getan haben. Und so Spiele in Bochum und in Mainz, da muss man erstmal überhaupt punkten. Auch wenn sie ganz unten drin stehen momentan. Ich bin ein bisschen enttäuscht, offen gesagt, aber ich bin nicht unzufrieden. Vielleicht kann man das so ein bisschen auch unterteilen. Insgesamt habe ich den Eindruck, wir haben jetzt wie eigentlich fast jede Saison einen großen Umbruch gehabt. Und dadurch, dass die Abwehr jetzt halbwegs steht und über die beiden Elfmeter oder auch über das Gegentor, da muss man sich genau darüber unterhalten. Aber insgesamt, ich sehe keine große Fehleranfälligkeit. Deswegen, wir sind durchaus auf einem guten Weg. Ich würde aber trotzdem schon sagen, das Auftreten, das habe ich ja vorhin gesagt, und man muss sich darüber unterhalten. Und ich finde es auch gut, wenn Gegenargumente kommen. Die Vorbereitung war kurz, das sagt der Jörg zu Recht. Deswegen habe ich dieses Beispiel Testspielmodus so ein bisschen benutzt. Wir hätten schon weiter sein können. Auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, was wir eigentlich alles haben im Positiven. Und wir haben es in Mainz geschafft, da in Unterzahl auszugleichen. Wir haben im Hexelkessen Bochum eigentlich einen Punkt geholt. Es wäre mehr drin gewesen, bin ich immer noch der Auffassung. Auch wenn die Bochumer sagen, es wäre für sie mehr drin gewesen. Das heißt insgesamt, ich bin einfach gespannt, wie es dann gegen Gegner ist, die auch spielfreudiger sind. Da wird dann wirklich der Lackmustest auch zu Trage kommen. Aber man kann sich so ein bisschen auch in Ruhe zurücklehnen. Es wird nicht viel anbrennen. Was nach oben geht, müssen wir gucken. Da würde Nico. ich nochmal einhaken und zwar, ja, wir haben namentlich jetzt nicht gegen die stärksten Mannschaften gespielt, aber wenn wir uns jetzt nochmal einfach im Einzelnen die Spiele angucken, wir haben in Bochum, die einen Punkt gegen Dortmund geholt haben, die auch schon gegen Stuttgart gespielt haben, da sind sie komplett untergegangen, aber Stuttgart im Moment auch eine sehr gute Mannschaft, die komplett in Fahrt ist. Also die haben nicht, und die haben jetzt gegen Bayern gespielt und die haben nicht gegen Fallobst gespielt nur. Gegen die haben wir einen Punkt geholt und wenn ich mich recht erinnere, war das Tor nach dem Elfmeter, glaube ich zumindest. Gegen Köln haben wir einen Elfmeter gekriegt gegen uns und Mainz war ein Glückstor, wo es ein Missverständnis gab zwischen Torwart und Abwehr und mehr ist da nicht angebrannt in unserer Defensive. Und das sind dann einfach so Situationen, die laufen dann einfach mal gegen dich und das passiert dann. Aber wenn die halt nicht gegen uns laufen, nehmen wir mal an, du kriegst den Elfmeter gegen Köln nicht gesprochen oder der passiert halt nicht, weil es war ein klarer Elfmeter, aber der passiert nicht, dann steht es am Ende 1-0 und dann sitzen wir hier und sagen, ach, wie schön die Eintracht Fußball spielt. Deswegen, das ist ja auch alles, das sind ja alles Bundesligamannschaften, die auch alle schon gezeigt haben, dass es große Mannschaften zu schlagen gibt oder geht. Und ich würde die Gegner nicht so kleinreden. Also ich glaube, Freiburg wird jetzt auf jeden Fall der erste Gradmesser nach oben sein. Aber vielleicht muss die Eintracht sich einfach auch mal mit Platz 10 aufwärts zufrieden geben, diese Saison, wo sie halt auch einfach mit den Problemen, die sie hat, sich hinorientieren sollte. Und wenn dann oben hin was geht, dann freut sich jeder.
Wir sind eben bei These 1 ja schon in These 2 reingeschlittert und deswegen steigen wir dann auch direkt ein, Subin. Und zwar, Dido Toppmöller hat zwar keines der ersten 8 Pflichtspiele verloren, allerdings in der Liga nur 1 gewonnen. Diese Bilanz lässt zu wünschen übrig. Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Das ist die typische Glas ist halb voll und Glas ist halb leer Frage. Ich muss sagen, ich bin insgesamt zufrieden. Und zwar aus dem Grund, dass bei uns, mir erscheint es immer, wir haben so einen leichten Wechsel. Mal ist die Abwehr das Punktstück, mal ist Sturm das Punktstück. Über das zentrale Mittelfeld haben wir jetzt gerade schon geredet. Hinten sieht es sicher aus. Da war vielleicht auch ein bisschen Pech dabei. Das haben wir davor schon beredet. Allerdings habe ich einfach den Eindruck, so leicht es auf dem Papier aussah, das waren keine hochklassigen Gegner, so kompliziert kann es auch sein, gerade mit einer Mannschaft, die sich völlig neu aufstellt. Und ich denke an die Vergangenheit, da haben wir im DFB-Pokal bei Trainerwechseln gegen sehr niederklassige Gegner verloren. Inzwischen haben wir auch Aufgaben wie gegen Nevski Sofia, da habe ich viel Angst gehabt vor den Spielen, das gebe ich offen zu. Die haben wir mit Bravour gemeistert und es hätte besser sein können. Allerdings sehe ich auf der Habenseite einiges verbucht. Und wenn die Entwicklung so weitergeht, und ich bin da durchaus positiv, man muss aufpassen, dass man nicht in die psychologische Falle fällt. Nach 3 Jahren sieht es dann ganz anders aus. Dann reden sie alle wieder schon von der Champions League hier in Frankfurt. Man muss insgesamt vorsichtig sein, aber mein Eindruck ist, dass Dino Toppmöller sehr gute Arbeit leistet auch und sehr ruhig und bedacht an die Sache geht. Und deswegen sehe ich vor allem persönlich die 6 Punkte auf der Habenseite und nicht die 12 Punkte, die wir hätten können. Das sehe ich ähnlich, Subin, dass mit den 6 Punkten auf der Habenseite, da sollte man erstmal draufschauen, das Positive sehen, finde ich durchaus. Dino Toppmöller macht meines Erachtens erstmal einen total guten Job, bringt neuen Wind rein, offensiven Wind, so ist das Gespür, bringt den jungen Leute mit an Bord, kann sie gut motivieren. Ich habe manchmal so ein bisschen Bedenken, das habe ich im letzten Spiel gedacht, wo dann Rode ausfiel und nachher der Götze noch rausging und ausgewechselt wurde. So ein bisschen fehlt mir die Stabilität eben in der Achse. Und ich hätte gerne so 3, 4, ich sag mal, wir waren letztes Jahr auch ein super Team, ne? Ich hätte gerne 3, 4 der Alten, die irgendwo für Ruhe sorgen. Und habe so ein bisschen Angst, dass man vielleicht aufgrund der Euphorie und der Neuentwicklung die Alten vergrault und nachher ja, die Mannschaft nicht komplett gewinnen kann für den neuen Weg. Nico, deine Worte dazu gerne. Ja, also erstmal jetzt zu der These. Für mich ist wichtig, er hat die wichtigen Spiele gewonnen. Und zwar gegen Levski Sofia hat er gewonnen, wir sind im Pokal weitergekommen und er hat jetzt das erste Heimspiel in der Conference League gewonnen. Dass da Verbesserungspotenzial in der Leistung ist, das weiß, glaube ich, Dino Toppmöller auch selbst. Dass generell Luft nach oben ist in den Leistungen, in der Art und Weise, wie man Fußball spielt, dass man um den 16er herum spielt und nicht in die Angriffslinien rein, das weiß er auch. Und das sagt er auch immer selbstkritisch. Aber er sagt auch, dass es Zeit braucht. Er sagt auch, dass es Zeit braucht. Ein Chaibi kam hier in Frankfurt an und war gerade mal so fit für 45 Minuten. Und jetzt kann er schon 60 spielen. Vielleicht spielt er auch heute von Beginn an, wenn Götze nicht ganz fit ist. Also das, wie gesagt, ich würde einfach sagen, wir brauchen mal ein bisschen Geduld hier. Wir dürfen jetzt nicht die Wunderdinge erwarten, nur weil wir jetzt in der letzten Saison Champions League gespielt haben. Ja, und zu diesen die alten Vergraulen. Ja, das kann sein, aber ich habe das Gefühl, wir haben Leute, die Ruhe reinbringen mit einem Koch in der Defensive, mit einem Skiri im Mittelfeld. Und vorne ist es halt alles noch nicht ganz, hat sich das noch nicht ganz gesetzt. Und wie gesagt, da finde ich einfach erstmal Geduld angebracht und da bringt es nicht den Verein weiter, wenn man direkt anfängt, Leute anzuzählen. Jörg, ich muss mich auch von eben korrigieren. Ich habe ja gesagt, dass die Eintracht gegen die letzten 3 Mannschaften, die alle jeweils einen Punkt geholt haben, ihren Punkt gegen die Eintracht geholt haben. Aber wir wissen ja alle, der Tabellen-17. aktuell, Darmstadt 98, hat gegen uns verloren und hat den Punkt nicht gegen uns geholt. Das waren die Bochumer. Das wollte ich nur korrigieren, bevor das dann in den Kommentaren unten drinnen landet. Aber es sind eben doch die Teams von unten. Das haben wir eben klar gesehen. Und Jörg, ist es vielleicht auch daran gelegen, dass vielleicht uns diese Mannschaften, die so extrem gegen die Eintracht eingestellt sind, sich sehr defensiv orientieren, vielleicht uns auch nicht so liegen und dass es jetzt gerade erst spannend wird, wenn wir gegen die oberen Mannschaften oder vermeintlich stärkeren Mannschaften spielen? Ja, spannend ist doch, dass die vermeintlich, ich sag mal noch, Mannschaften, die vielleicht ein bisschen schlechter sind oder nach Potenzial nach oben noch haben, die Aufstiegsmannschaften und auch Bochum zähle ich auch noch, als die hatten nicht so einen breiten Kader mit dazu, dass die relativ schnell im Konter nach vorne kommen gegen die Eintracht. Und das macht mir so ein bisschen Sorge, wenn
Wir kommen ja gleich dazu, wenn Freiburg zum Beispiel heute Abend als richtiger Gegner mal ansteht, wie es da ausschauen wird. Und es gibt ja viele Bundesliga-Mannschaften, die haben ja wirklich eine sehr, sehr schnelle Offensive und werden dann schnell an unserer Abwehr vorbei sein. Und dann wird es nochmal anders ausschauen. Deswegen hoffe ich doch, dass der Dino Topmöller, das ist jetzt gerade das Thema, dass er Stabilität auch in der Abwehr bringt, dass wir erstmal gut hinten von hinten raus nach vorne spielen können und nicht so offene Räume lassen für Konter. Das wäre schon eine Option für uns. Und was mir auch gefällt, da würde ich auch nochmal einhaken in dem Punkt, dass er doch relativ vielen Spielern eine Chance gibt. Ich fand, als ich immer die Ausstellung gesehen habe, mein erster Impuls war immer, das ist mutig. Und ich glaube, genau das brauchen wir jetzt in Frankfurt. Und vielleicht bei uns hat sich ja so ein bisschen auch ein Stürmerproblem rauskristallisiert. Wir haben ja darüber nicht explizit geredet. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass er die Chance nutzt und auch nochmal ganz Jungen aus der zweiten Mannschaft die Chance gibt, die da durchaus für Schlagzeilen sorgen. Ich hatte mich in der Vergangenheit immer damit schwer getan, dass man gesagt hat, wir holen Spieler, lassen sie erstmal entwickeln. Man braucht teilweise auch Spieler, die sofort natürlich zünden. Und das Zweite ist, wenn man sich auch mal die Geschichte der Bundesliga anguckt, wie oft hatte man irgendwelche Youngster, mit denen keiner gerechnet hat, wenn man ihnen einfach die Chance gegeben hat. Und das ist eine Sache, warum ich auch sehr positiv eingestellt bin. Mein Eindruck ist, dass Dino Topmöller auch mit den jungen Spielern sehr gut kann. Und vielleicht wird auch noch der ein oder andere Name, mit dem keiner gerechnet hat, für Furore sorgen. Aber insgesamt auch nochmal zur These zu sprechen, ich bin vielleicht minimal enttäuscht, aber insgesamt doch sehr zufrieden, dass es nicht nach hinten losgegangen ist, was alles mit den Umbrüchen war. Nico. Da muss ich sagen, stimme ich jetzt erstmal, was die These angeht, zu. Die Youngsters werden kommen, da bin ich mir relativ sicher. Die wird er einsetzen, auf die wird er setzen. Vor allem, wenn man sich das Programm der Eintracht anguckt, die Verletzungsanfälligkeit mancher Spieler, da werden manche ihre Chance bekommen, vielleicht sich zeigen, vielleicht auch nicht. Aber ja, jetzt nach den ersten Pflichtspielen da jetzt schon jemanden anzuzählen, habe ich ja schon gesagt, das wäre Quatsch. Wir müssen jetzt erstmal zufrieden sein mit dem, was wir haben. Wir sind ungeschlagen, darauf konzentriere ich mich, weil wenn wir uns nur, wir suchen immer das Negative. Letzte Saison war es die Defensive, da haben wir in der Offensive geglänzt, da hat jeder nur gesagt, die Defensive ist schlecht. Dieses Jahr ist die Defensive eine 1 plus mit Sternchen und wir sagen, die Offensive ist blöd. Jetzt reden wir sogar schon über das Mittelfeld, das eigentlich völlig in Ordnung ist. Deswegen, alle müssen ein bisschen Geduld haben und dann wird das alles schon. Ich glaube, Topmöller hat einen Plan und mit mehr Räumen wird es auch spektakulärer. Ja, Ja, Nico, würde ich auch. Willst du tolle, jetzt machen? Nico, tolle Zuversicht. Sehe ich genauso wie du. Ich glaube, wir haben absolut großartiges Potenzial in den jungen Spielern. Nicht umsonst hat ja auch Matthäus zu Beginn der Saison gesagt, er traut der Eintracht einen Platz unter den ersten sechs zu. Und das liegt einfach an dem Potenzial, was wir haben. Ich denke einfach, wir brauchen Ruhe im Aufbau, jetzt im Start, im Zusammenfinden, in den Gemeinschaften. Für mich eben wichtig, um das nochmal zu betonen, ist, dass wir aus der Stabilität herauskommen. Nicht, dass wir zwei, drei Spiele in Folge, wenn es jetzt schwieriger wird, verlieren sollten. Und dann wird es halt schwer für uns, ne? Und das ist ja das Schöne, dass wir nicht zwar das Spiel am Stück verloren haben bis jetzt, sondern genau das, was auch Jörg und du gesagt haben, dass wir eigentlich schon eine leichte Konstanz drin haben. Und man sieht es ja generell auch auf der SGE Forever Webseite nach den Spielen in den Kommentaren. Wenn ein Spiel gut gelaufen ist, dann, ach, wir spielen nächstes Jahr Champions League. Wenn ein Spiel schlecht gelaufen ist, heißt es dann immer, ja, wir kämpfen gegen den Abstieg. Das ist natürlich der Emotion des Fußballs geschuldet. Und gerade was diese kontinuierliche Entwicklung angeht, und die letzten Jahre waren wir verwöhnt, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Deswegen stimme ich da beiden auch zu, dass wir erstmal da Ruhe und ein Kontinuum einbringen, ein bisschen experimentieren können. Und gerade vor dem Hintergrund, ich würde es auch nochmal so sagen, wie das der Jörg vorhin gesagt hat und der Nico auch zugestimmt hat, ich bin zufrieden, wie es gelaufen ist. Jörg, dann fasse ich gerade nochmal auf das ein, was Nico eben gesagt hat. Vielleicht muss man sich dieses Jahr auch mit Platz 10 zufrieden geben. Gut, du hast jetzt Lothar zitiert, erwähnt, weil wenn Lothar das sagt, dann wird das auch zutreffen. Aber auf das zu gehen, was Nico eben gesagt hat, ist das wirklich eine Option für Eintracht Frankfurt in diesem Jahr, sich auch mit Platz 10, 9 oder 8 zufrieden geben zu dürfen? Wenn sie die Conference League gewinnen, ja, dann wäre es eine Option. Ansonsten, Nico hat ja gesagt, Platz 10 und weiter drüber, das finde ich ein bisschen schwer. Also bis Platz 10 wäre auf jeden Fall eine Option, wo wir jetzt in diesem Jahr zufrieden sein könnten.
Top 10 wäre echt cool. Von daher hoffe ich auch gerade mit Blick auf heute Abend Freiburg-Spiel, dass wir da zeigen, auch durch Kampfgeist, dass wir dagegen halten können und vielleicht vorne einen Schnipster machen und 1 oder 2-0 gewinnen. Nico, du darfst dich auch noch mal verteidigen zu deiner Platz 10 These. Ich stehe da voll dahinter. Also wenn wir hier, also jetzt mal wirklich, wenn wir jetzt hier eine gute Conference League-Saison spielen, wo wir wieder im Halbfinale oder im Finale landen oder vielleicht das Ding sogar gewinnen und wir in der Liga Zehnter werden und wir im DFB-Pokal, sagen wir mal, schaffen wir es ins Achtel- oder Viertelfinale, also dann darf sich hier wirklich, also bis zum Winter darf sich gar keiner beschweren mit der Entwicklung, die wir jetzt haben. Aufgrund auch der ganzen Problematiken, die jetzt auch mit Kolo Muani und was weiß ich nicht allem kam. Und gucken wir mal, was die Bosse im Winter machen. Ich bin mir sicher, da wird noch was kommen. Aber ja, Platz 10 aufwärts darf sich jeder Eintracht-Fan diese Saison zumindest zufrieden geben. Danach können wir wieder größer träumen. Dann hake ich hier auch nochmal ein, kurz, Ja. weil wir jetzt eine neue These haben. Unabhängig von der Conference League, ich kann dem Argument folgen, dass man vielleicht den Schwerpunkt immer auf einen der Wettbewerbe tut. DFB-Pokal oder Euroleague wie in den letzten Jahren, dieses Jahr Conference League. Das sehe ich ähnlich. Nach dem, was wir die letzten Jahre erlebt haben und auch was insgesamt die Spielerentwicklung und die Entwicklung angeht, wäre mir Platz 10 offen gesagt zu wenig. Über Platz 8 würde ich noch verhandeln. Aber Platz 10 zweistellig, das wäre eigentlich einerseits zu wenig, andererseits muss ich auch eine Sache sagen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht enden wie Mannschaften wie Gladbach zum Beispiel, die sich halt völlig chaotisch entwickelt haben. Da sehe ich die Gefahr nicht. Vor dem Hintergrund könnte man natürlich sagen, die Platz-10-These ist angebracht, dass man sagt, man ist lieber realistisch. Aber zumindest auf der emotionalen Ebene wäre die Enttäuschung groß, wenn wir in der Liga wieder in einen Modus fallen, entweder in einen unentschiedenen Modus oder gewinnen und zweimal verlieren. Ja, Aber Platz. Rubin, es ist ja nicht nur eine Frage dann der Emotionalität, sondern auch der Weitsicht und der Wirtschaftlichkeit, weil natürlich davon auch Spielertransfers abhängen. Und wenn die Eintracht wirklich am Ende auf Platz 10 oder 9 ist, kein internationaler Wettbewerb im nächsten Jahr anstehen würde, wäre das natürlich auch riskant, was ja, Spielerverhandlungen angeht. Aber gut, wir wollen das Thema noch nicht angehen. Da können wir nochmal am Ende der Saison oder gegen Ende der Saison drauf hinsteuern. Nico, mal gucken, ob du dann eher recht behältst oder zumindest die Tendenz Doch nicht. stimmt oder wir vielleicht in der Conference League dann doch gewinnen werden. Aber natürlich, das sind sehr viele Eventualitäten. Ich Wir glaube auch werfen nicht, dass denn Nico traurig wäre, wenn einer von uns beiden recht hat. ja, da bin ich der festen Überzeugung, dass Nico nicht sagt, es muss jetzt Platz 10 am Ende sein, dass er recht behält, sondern da ist er schon so, dass er sagt, okay, Platz 3 geht auch in Ordnung. Ja, aber insofern, das ist alles noch sehr viel Zukunftsmusik. Wir haben ja eben noch 30 Spieltage vor uns, davon eben heute der entscheidende gegen den SC Freiburg und da richten wir jetzt die dritte These drauf. Die da lautet, Jörg, mit dem SC Freiburg wartet am heutigen Abend der erste wirkliche Härtetest der Saison auf die SGE. Ja, ganz klar, wer Freiburg kennt, auch in den letzten Jahren und mit dieser Konstanz und diesem starken Trainergespann, der weiß, es wird heute eine richtig harte Aufgabe und der Trainer wusste in der Vergangenheit, seine Mannschaft immer gut einzustellen auf unsere Eintracht. Aber dennoch glaube ich, mit den vielen jungen, neuen Spielern, die wir haben, mit dem großen Potenzial, dass wir immer für Spannung sorgen können, dass wir nicht so berechenbar sind, auch für den Herrn Streich nicht, und dass wir sicherlich die eine oder andere gute Chance haben, um mindestens ein, wenn nicht sogar drei Pünktchen heute Abend zu sammeln. Also ich glaube, für uns ist alles möglich. Wichtig ist, dass wir in der Defensive stabil stehen und ich freue mich auf das Spiel heute Abend. Nico, die Stabilität der Defensive ist ja da, ne? Eintracht bislang mit den wenigsten Gegentoren. Ja, ich muss sagen, ich widerspreche der These ein bisschen. Ich finde es naiv zu sagen, Freiburg wäre der erste Härtetest. Ich finde die anderen Spiele, die wir hatten, Mainz ist für Frankfurt immer schwierig. Bochum auswärts ist auch kein leichtes Stück. Ich finde, natürlich ist Freiburg nochmal vom Namen her und von der Entwicklung der letzten Jahre und von dem Status, den sie im Moment haben in der Bundesliga, ein anderer Gegner als in Bochum oder in Mainz oder Köln. Aber Nico hängt leider gerade. Gegnern, diese hatte auch schon gut bedient und will hier auch Freiburg gar nicht unterschätzen, aber im Normalfall gewinnt die Eintracht das. Und ich stelle sie in dieselbe Kategorie ein wie die anderen. Subin. Ich schließe mal da an, wo der Jörg geendet hat. Ich sehe das offen gesagt genauso. Der Punkt ist, ich möchte diese anderen Gegner, die wir hatten, gar nicht auch schlecht reden. Ganz im Gegenteil. Wir hatten da vorhin ja darüber schon geredet, es ist nicht leicht, immer gegen die potenziellen Abstiegskandidaten zu spielen.
Und das Zweite ist, wenn man sich auch Freiburg diese Saison anguckt, Freiburg ist ohne Zweifel, es wird ein hartes Spiel, es ist ein sehr starker Gegner, aber Freiburg hat im Vergleich zu uns ist zweimal unter die Räder gekommen. Das waren die Spiele gegen den BVB und gegen Stuttgart in dem Punkt. Deswegen, ich würde das gar nicht so trennen in der Liga. Das kann so schnell gehen bei allen Mannschaften. Deswegen davon zu sprechen, dass Freiburg jetzt der erste Härtetest sei, das würde auch die anderen Spiele abwerten. Und dazu zähle ich auch die Quali zum Beispiel. Auch den DFB-Pokal, sowas haben wir in der Vergangenheit verloren. Und jedes Spiel ist ein Härtetest. Neuer. Auf jeden Fall jetzt in der Anfangszeit ist immer ein Härtetest, eine neue Einstellung. Wir sehen ja, die Eintracht hat ja echt ein gutes Offensivspiel, viele Ballkontakte, problematisch die ein, zwei Dinger, die die anderen dann mal bekommen, die werden dann immer brandgefährlich, ne? Ja, also die Eintracht hat im Offensivspiel, finde ich, noch ein bisschen Luft nach oben, aber ja, defensiv steht's, kriegt dann immer ein, zwei Chancen, die sind brandgefährlich, da haben wir aber auch zum Glück jemanden im Tor, der auch mal so einen Ball hält. Und Freiburg wird ein schweres Spiel. Freiburg wird ein sehr schweres Spiel. Es wird ein Kampf. Ich glaube, mit mehr Räumen. Vielleicht deswegen auch ein spektakuläreres Spiel. Ich erwarte ein Spiel wie in Bochum. Aber Freiburg war nicht unser erster Härtetest, wie Subin das auch schon gesagt hat. In der Conference League und ja, generell auch in der Liga haben wir schon schwere Spiele gehabt jetzt. Und ich glaube, die Eintracht kann da heute mit derselben Energie rangehen und kann da vielleicht was Zählbares mitnehmen. Aber stell dir vor, Nico, wir gewinnen heute Abend das Spiel gegen Freiburg, klar und deutlich. Das gibt uns ja mental einen richtigen Schub, ne, nach oben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So ein 3-0-Sieg gegen Freiburg wäre natürlich vom Status halt her auch nochmal was anderes, als wenn du 3-0 gegen Bochum gewinnst. Wie ich ja eben sagte, die haben ein anderes Standing in der Bundesliga momentan. Dennoch ist es immer noch der SC Freiburg, die auch drei Wettbewerbe im Moment spielen und die auch ihre Probleme im Verein haben, die auch wichtige Abgänge hatten. Und deswegen, man muss das alles auch immer ein bisschen realistisch sehen. Und wenn die Eintracht 3 heute gewinnt, mein Segen hat sie. Aber das müssen wir immer noch bewerten in der Leistung her. Also, ja. Ja, Subin. Genau, also der Nico hat es ja eben gerade auch gesagt, in der Offensive haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Das Zitat greife ich direkt mal auf. Die Eintracht stellt die schlechteste Offensive. Nicht nur die beste Defensive der Liga, sondern auch die schlechteste Offensive im VfL Bochum und im Mainz 05, die jetzt bald schon ein Spiel mehr haben, muss man fairerweise dazu sagen, aber haben auch nur viermal getroffen. Ist es denn überhaupt realistisch? Wer soll denn da heute die drei Tore schießen? Ich werde auf dem Tableau möglicherweise die schlechteste Offensive, kann man sagen. Auf der anderen Seite, wir haben ja schon über die Bereiche Abwehr, zentrales Mittelfeld geredet, was mir insgesamt gut gefällt, auch wenn ich mir inzwischen jetzt, ich meine, mein Beispiel ist immer Dida Bimbe, wie er sich entwickelt hat, was für ein Feuer reinbringt. Dann aber auch, wenn Spieler wie Aaronson reinkommen. Mit Marmoush bin ich selber momentan schon noch ein bisschen kritisch, weil schon die Gefahr sehe, dass man zu sehr auf jetzt den Erfolg an zwei Stürmern festmacht. Wie die Tore reinkommen, da mache ich mir insgesamt gar keine großen Sorgen. Die Eintracht ist und bleibt trotzdem eine spielstarke Mannschaft, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle gehakt hat. Und insofern war auch der Abgang von Kone Muani eine richtige Konsequenz, wo man den Mannschaftsgeist wieder stärkt. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Eintracht jetzt auch mal, wir hatten jetzt gerade im letzten Spiel in der Liga zum ersten, nicht in der Liga, sondern endlich mal wieder mehr als ein Tor. Das war die vergangenen Jahre ja anders. Da haben wir eher 4-3 oder 5-4 gespielt. Inzwischen ist es eher im unteren Bereich. Allerdings, ich mache mir da keine großen Sorgen, dass die Mannschaft insgesamt funktioniert. Das hat man ja auch aus der Mannschaft gehört, dass man da gar nicht drauf wirkt, wer die Tore schießt, sondern dass Tore geschossen wurden. Da gibt es keine großen Ego-Shooter mehr jetzt, wie das zumindest ansatzweise jetzt, das Beispiel kennen wir, in der Vergangenheit der Fall war. Und wir hatten auch davor darüber geredet, gewinn mal zwei Spiele hintereinander, dann bist du auf einmal wieder auf Platz 4 und da träumen sie alle wieder von der Meisterschaft. Ja, Subin, und ich finde, auf dem Tableau hast du gesagt, haben wir vielleicht den schlechtesten Sturm. Ich bin total überrascht, wie unser Sturm ist. Also Marmoush, ich finde, der hat ein unheimliches Potenzial und ich sehe es eher daran auch, du hast eben zu Recht gesagt, dass der Bimbe auch immer mit nach vorne zieht, einfach genial. Ich finde, die haben eine große Laufbereitschaft, sind relativ schnell. Finde ich total cool und bewegungsfreudig. Mir fehlt es manchmal der letzte Pass, der dann offenbar nicht immer ankommt. Und wenn die ankommen, dann wird das Eintracht-Spiel nach vorne noch viel gefährlicher für die anderen Mannschaften. Und wenn es heute Abend klappt, 3-0 ist drin. Aber genau deswegen haben wir ja den schlechtesten Sturm.
Wir haben den schlechtesten Sturm. Momentan, mit den Leistungen, die bis jetzt da sind, haben wir den schlechtesten Sturm, weil wir halt keine, wir haben 82% Ballbesitz. Ja. 82% Ballbesitz im ersten Conference League Heimspiel und schaffen es vielleicht, wenn wir den Elfmeter und den Eckball abziehen, drei Großchancen auszuspielen. Das ist ja, also das zeigt ja was über die Sturmqualitäten, die wir momentan haben. Natürlich hat ein Marmoush Potenzial, natürlich hat ein Nkankam Potenzial, aber momentan haben Sie, können Sie es noch nicht auf den Platz bringen, zumindest nicht in der besten Art und Weise, wie Sie es gerne würden. Und deswegen brauchen wir Zeit, um unseren Sturm wieder zu entwickeln und wieder einen besseren Sturm zu kriegen. Aber momentan, basierend auf den Leistungen in der Liga vor allem, die wir bis jetzt gesehen haben, haben wir einen der schlechtesten Stürme und da müssen wir übers Kollektiv kommen, auf jeden Fall. Und da muss man, ich meine, man muss das einfach mal ganz klar herausheben, was der Jörg jetzt gesagt hat. Ich würde auch ganz klar sagen, mal gucken, wie ihr reagiert. Das ist ja auch schon wieder eine neue These. Das ist ein gravierender Planungsfehler gewesen, der dem Management nicht passieren darf, was passiert ist. Und jetzt muss man halt gucken, es ist jetzt so, wie kann man es lösen? Ich werbe immer noch dafür, die vielgepriesenen U21-Spieler in die Mannschaft reinzuholen mit zwei Stürmern. Marmoush ist ja jetzt nicht der klassische Mittelstürmer in dem Sinne. Das ist zu wenig für die Mannschaft und das erfordert jetzt viel Kreativgeist. Und ich An wen beende denkst es damit. du? Ich, na, wie heißt der eine? Footkö oder Foot. Kutkö, genau, der zum Beispiel, dass man muss es probieren. Womit ich jetzt diese Aussage beenden wollte, ist, ich habe da großes Vertrauen in den Trainer. Mir gefällt einfach die Art und Weise, wie er Spiel zu Spiel reagiert. Und dafür, dass es jetzt sein erster Cheftrainerposten ist, finde ich, macht er das sehr routiniert und sehr gut, mit sehr viel Ruhe. Abgesehen davon, dass wir mit Saarländern gute Erfahrungen gesammelt haben, das wissen wir, glaube ich, alle. Und ich stimme dem allem vollkommen zu, was gesagt wurde und würde auch sagen, wenigstens haben wir eine Sache, ist es vergleichsweise ruhig, gerade im Umfeld. Das ist nicht so, dass einige schon wieder Weltuntergangsstimmung sehen, nur weil man die drei Spiele vielleicht die Torausbeute nicht so war in der Vergangenheit. Ja, dann kommen wir doch zur Torausbeute bzw. den Tipps eures heutigen Spiels. Wir haben sie ja schon ein paar Mal gehört. Drei Tore, Wunschspiel, Jörg, 3-0. Aber final, euer Ergebnistipp für das heutige Spiel. Jörg, nochmal bei dir, bleibt es beim 3-0. Okay, Freiburg ist ja nicht ganz so schlecht, auch in der Offensive. Ich sag mal 3-1 für die Eintracht. 3-1 für die Eintracht. Nico. Ja, die Eintracht kassiert halt kein Tor, schießt 2, 2-0. Tore durch Chaibi und Larsson. Sabine. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen und gucke auch mal auf den Gegner. Da sind immer viele Tore bei Freiburg-Spielen gefallen. Ich tippe mal auf ein spektakuläres 4-2. Das würde natürlich einerseits sagen, dass unsere Abwehr vielleicht, man weiß ja nicht, wie die Tore entstanden sind. Man muss teilweise anerkennen, es sind auch schöne Tore vom Gegner. Aber vielleicht ist das genau das, was wir brauchen. Es wird, hört sich eindeutig an, aber auch so ein 4-2 kann sehr hart erkämpft sein. Wir haben ja gesehen, wie viele Tore in der Nachspielzeit fallen in letzter Zeit. Ja, gut, also zumindest dahingehend würden wir alles unterschreiben, wie das Spiel heute Abend ausgeht. Wir werden es erleben. Deswegen heute Abend all denen, die noch ins Stadion fahren oder schon im Stadion sind, viel Spaß nachher auf wirklich einen Heimsieg. Ansonsten sehen wir uns wieder beim Fantalk in 2 Wochen und zwar vor dem Heimspiel gegen den ersten FC Heidenheim und zwar am 8. Oktober. Da spielen wir nämlich erst um 19:30 Uhr. Und ansonsten wünsche ich allen anderen weiterhin einen schönen Sonntag. Schön, dass ihr dabei wart. Danke Jörg, danke Subin und danke Nico. Macht's gut. Vielen Ciao. Dank. Ciao. Ciao. Ja.